Stellt euch vor, ihr wollt euch einen Kakao machen. Ihr schüttet euch Milch ein, gebt das Pulver hinzu und dann realisiert ihr... Moment, das war gar keine Milch. Das ist moderner Gaming-Journalismus, nein! Seid ehrlich, würdet ihr den Kakao noch trinken? Vielleicht mit bisschen Pfeffer? Wie dem auch sei, guten Appetit und willkommen bei Articulus Absurdum. Breath of the Wild 2 könnte die Switch 2 oder die Switch Pro bestätigen. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bingo-Karten parat. Auf dem YouTube-Kanal von Digital Foundry wurde in einem kürzlich erschienenen Podcast thematisiert, dass das Breath of the Wild 2-Footage, was kürzlich erschienen ist, deutlich schärfer aussieht als das, was die Switch vermutlich nativ unterstützen könnte, was die Theorie bestärkt, dass es worauf nur zugeschnitten sein könnte. Ich meine, ganz ehrlich, ja, es kann sein, aber Switch 2 in der Überschrift zu haben, ist auch etwas billig. Vor allem, wenn man selbst kurz vorher noch berichtet, dass eine Nachfolgekonsole laut Nintendo noch lang auf sich warten lässt und ihr darauf sogar in dem jetzt aktuellen Artikel verweist. Also, ja, es könnte eine Switch 2 sein, aber das ist es halt nicht, weil ihr habt selber gesagt. Wenn überhaupt, ist es die Switch Pro, aber man gibt sich ja nicht mit der Hälfte der Suchmaschinenoptimierung zufrieden, wenn man das volle Paket haben könnte. Vor rund einem Monat kam Stranger of Paradise Final Fantasy Origin heraus und wie ich als Mario Kart Spieler sagen würde, was? Und was macht man, wenn man jetzt nicht weiß, was man über Final Fantasy berichten soll? Man wirft einen Artikel zusammen, der sich irgendwie eine Theorie bezüglich Final Fantasy 16 zusammenreimt, wovon wir übrigens aktuell praktisch gar nichts wissen, und darin schmeißt man einfach jedes einzelne Spiel irgendwie zusammen, was man finden kann. Final Fantasy 1, 3, 9, 10, 11, Nioh 3, irgendwas anderes noch. Dann picken wir uns daraus das raus, was unserer Theorie zustimmt, damit sie handfest aussieht. Zugegeben, ich bin kein Final Fantasy Nerd. Die könnten mir hier genauso das Rezept für einen Latte Macchiato mit Käsegeschmack präsentieren und ich würde es ebenso wenig raffen, aber alleine von dem, was ich gerafft habe, wirkt es einfach nur wie ein übelstes Durcheinander. So als würde ich sagen, das hier ist Captain Toad Treasure Tracker und hier sind die Gründe, warum es zu Super Mario Galaxy 3 führen könnte. Merkt ihr so ein bisschen, was ich meine? Advance Wars 1 and 2 Reboot Camp wurde von Nintendo aufgrund der aktuellen Weltlage verschoben, aber scheinbar kann man das Spiel doch schon zum ursprünglichen Erscheinungstermin spielen, wenn man das Spiel preloaded hat und dann nicht mehr mit seiner Switch online gegangen ist, nachdem das Spiel verschoben wurde, weshalb sich die Konsole das ursprüngliche Release-Datum gemerkt hat. Natürlich sehen wir noch nicht viel vom Spiel, aber das ist definitiv das Spiel, so wie es aussieht. Rachel, die Nutzerin, die das Phänomen erlebt hat, hat dazu auch einen Post in ihrem eigenen Blog veröffentlicht, wo sie die Situation ein bisschen erläutert. Es ist auf Englisch, aber ich kann euch den Blogpost trotzdem empfehlen. Das hier ist kein Artikel, den ich zerpflücken will, ich finde einfach nur, es ist lustig, dass es passiert ist. Giga Games hat entschieden, das X auf dem PlayStation Controller heißt ab jetzt keine Pizza. So sieht also ein journalistisches Sommerloch aus. Es wurde ein gesamter Artikel daraus gebastelt, dass der PlayStation Account von Twitter ein bisschen über die Bezeichnung der X-Taste gescherzt hat und dann einen Joke-Quote retweetet hat, wo alle Knöpfe einfach Pizza-Bezeichnungen bekommen haben. Und ich mag Pizza, ich mag Gaming, das klicke ich natürlich an. Was soll ich sagen? Es ist zwar ein lustiger Artikel und ich hoffe inständig, dass niemand bei der Headline überhaupt irgendeinen Inhalt erwartet hat. Also man klickt da nur drauf, weil man es aus Spaß lesen will. Aber es ist so überflüssig. Aber es ist auch irgendwie nicht schlimm. Hört auf, mich so effizient zu verwirren. Eine kürzlich neu aufgetauchte Review von Doom Eternal bezichtigt das Spiel dem Sexismus und der Transphobie, weil es keinen Sex und keine Frauen gibt. Also das perfekte Game für LOL-Spieler. Die Review ist schon im April vor 2 Jahren herausgekommen, wurde aber jetzt erst richtig bekannt, weil ein YouTuber die Review in einem seiner Videos gezeigt hat. Wer befasst sich auf YouTube denn bitte mit Gaming-Artikeln? Eigentlich ist der Artikel nicht super schlimm. Das Problem ist, er geht so dermaßen lang und er macht nichts anderes, als Satz für Satz einfach nur zu wiederholen, was die Original-Review schon beinhaltet hat. Eigentlich kriegen wir nur eine Aneinanderreihung von Zitaten mit minimaler Einordnung und danach eine Reihe an Kommentaren in einer Debatte. Alles fühlt sich so an, als wäre es nur dazu da gewesen, den Artikel in die Länge zu ziehen, damit die Lesezeit höher ist. Und der eigene Input ist gleich null. Aber ich meine, was ist schlimmer? Eine über das Ziel hinausschießende Review oder ein über das Ziel hinausschießende Artikel über jene Review? Ich weiß es nicht. Es wäre keine Articulus Absurdum-Episode, ohne dass GamePro irgendwas an Mario Kart 8 Deluxe nicht weiß. Also schauen wir mal, ob sie sich wenigstens bei den Münzen auskennen. Sie hatten ja immerhin 5 Jahre Zeit, um sich das anzugucken. Und ich hatte zunächst Hoffnung. Alles sieht gut aus. Sie schreiben, dass die Münzen den Spieler schneller machen und gut ist. Sie verpacken es mit ein bisschen Filler, aber ey, die Information ist korrekt, aber dann mussten sie diesen letzten Absatz schreiben. Auch die Freischaltmechanik ist an die gelben Items gekoppelt. Für jeweils 50 Münzen kommen im Laufe des Spiels neue Gegenstände hinzu. Und 50 Münzen ist nicht ganz falsch, aber wer mein anderes Video über Mario Kart 8 Deluxe auf GamePro gesehen hat, kann sich denken, was hier falsch ist. Die 50 Münzen gelten für die Wii U-Version. In der Deluxe-Version sind es 30. Die Werte gelten ohnehin nur für die ersten paar K-Teile, aber ja, egal wie man es dreht und wendet, hier einfach 50 hinzuschreiben, ist falsch.
vor allen Dingen für Einsteiger, die noch nicht viel gespielt haben, an die sich der Artikel ja offensichtlich richtet. Aber hey, sowas muss man dann ja auch nicht beachten, wenn es in den Kommentaren korrigiert wird. Fehler eingestehen, was sind wir hier? Der Nvidia GeForce Now Leak ist ein sehr heißes Thema aktuell. Viele Ankündigungen, die sich letztlich bewahrheitet haben, hatten dort ihren Ursprung. Also was bietet sich besser an, als zu sagen, dieses eine spezifische Spiel muss dann wohl auch kommen? Wir sind wieder auf InGame. Ihr kennt sie vielleicht als Website, die seit Monaten zu faul ist, einen Abozähler zu updaten oder die den Tod von Senioren vortäuscht, um Klick zu bekommen. Ich kenne sie jetzt auch als Webseite, die keinen Plan hat, wann Final Fantasy 9 im Original rauskam. Aber nicht nur das. Neben der Tatsache, dass hier einfach nur gesagt wird, ey, Kingdom Hearts 4 wird angekündigt, dann ist wohl FF9 dran, nehmen sie hier auch ein Bild von Final Fantasy 9 Remake und sagen Copyright Square Enix, in Klammern Montage. Okay, also sie schreiben da extra das Copyright hin und klammern ein, dass es sich um eine Montage handelt. Sie haben ja offensichtlich den Anspruch, vernünftig Credit zu geben. Eine kleine Rückwärtssuche auf Google zeigt, dass hier ein Render von einem Fanprojekt genommen wurde, dem Memoria-Projekt. Da hat man dann Final Fantasy 9 Remake draufgeklatscht und den originalen Creator, der die ganzen Renders gemacht hat, ignoriert. Also ihr wollt Credits angeben, aber ihr gebt euch nicht die 5 Sekunden Zeit zu gucken, wo euer scheiß Bild herkommt, das ihr in die Headline packt! Und Bonuspunkte gehen raus an HNA. Ich weiß nicht, was das ist, das klingt irgendwie nach einer Atemwegserkrankung. Die haben nämlich einfach den Artikel gelesen, abgeschrieben und das Bild mit der gleichen Unterschrift kopiert, ebenfalls ohne irgendwas zu überprüfen. Also ich meine, von InGame abzuschreiben ist sowieso schon ein Fehler, aber könnt ihr es nicht wenigstens trotzdem vernünftig machen? Wollt ihr, dass ich mal einen Artikel auseinandernehme, ohne dass ich auch nur ein einziges Wort dazu sage? Euch einfach. Sonic the Hedgehog 2, der Film, kam kürzlich erst raus. Und was macht man, wenn man das jetzt schon totgemolken hat? Richtig, man berichtet über Sonic the Hedgehog 3, aber mit einem guten Grund. Tails ist Schauspielerin Colleen O'Shaughnessy, ich habe das mit Sicherheit falsch ausgesprochen und es tut mir leid, teilt ein Update zum Nachfolger mit uns und erklärt, dass sie im Dunkeln steht, was die Entwicklung angeht. Aber was hat sie dann zu sagen? Sie erwähnt, dass sie nichts über die Pläne am Film weiß, aber bestrebt ist, die Rolle des fuchsigen Sidekicks wieder zu besetzen und der Rest liest sich wie Satire. Schaut mal, was sie mitgeteilt hat! Ich weiß gar nichts, außer dass es in Entwicklung ist. Ich weiß doch auch nicht mehr, Leute. So, und jetzt erholen wir uns alle wieder. Wenn ihr selber Artikel findet, sendet sie mir gerne über den Community-Post in der Beschreibung, aber bitte wirklich nur dort, damit ich Ordnung behalte. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, lasst gerne ein Däumchen nach oben mit einem Abonnement da und wie immer, lasst nichts anbrennen. Tschüss. Sogar meine Stimme gibt schon auf.